Wir fahren mit dem Zug Richtung Saint-Denis. Ja, Jack ist gerettet, aber es ist auch viel Schlimmes passiert für die Leute, die jetzt zugeschaltet haben, denn Rossi ist bei einer Eskapade erschossen worden. Oh, einmal hinterm Baum vielleicht. Oh, 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 oh. Was macht der denn da? Was? Rossi, steh wieder auf. Kann ja wohl nicht sein. Die haben Rossi erwischt. Die Schweine. Bam. Ich muss mal... Was? Was ist denn heute los hier? Was ist denn heute los? Wenigstens Rossi wieder da jetzt. Ich denke, das machen wir eben fresh. Normal rasieren wir doch solche Leute in Massen weg. Kann doch jetzt echt nicht wahr sein, ey. Aua! So, wo ist jetzt Rossi? Zum Glück lebt sie noch. Was? Ne! Ohne Scheiß? Die haben Rossi erschossen? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Kann ich mir die jetzt nicht wiederholen? Ist das Pferd für immer tot? Wie konnte das nur passieren? Wie konnte das nur passieren? Es ist auf jeden Fall komplett eskaliert, ja. Und ich muss sagen, ich war mir gar nicht so bewusst, dass das Pferd auch erschossen werden konnte. Und deswegen sind wir jetzt unterwegs nach Saint-Denis. Und holen uns hier ein neues Pferdchen. Mit dem Zug mal gefahren, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ruhe in Frieden, Rossi. Ruhe in Frieden. Ich nehme es auf meine Kappe. Ich wusste gar nicht, dass das Pferd erschossen werden kann. Und ich habe da nur einen kleinen Mini-Raub gestartet. Und dann ist es passiert. Dann wurde Rossi erschossen. Rossi, es tut mir so leid. Ich bitte demütigst um Vergebung. Ja, es ist auf jeden Fall passiert. Und jetzt holen wir uns hier in Saint-Denis ein neues Pferd. Sind extra in die Stadt dafür gefahren. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Und dabei hat das doch so schön geendet im letzten Stream. Wie wir da noch Jack gerettet haben und all sowas. Und jetzt hier. Dabei wollte ich nur mal so zwischendurch einen kleinen Testangriff wagen. Ruhe in Frieden, Rossi. Ja, unser treues Pferd, Rossi, ist wirklich draufgegangen. Wo können wir denn jetzt hier in Saint-Denis ein neues Pferd kaufen? Da vorne. Da wollen wir jetzt mal gucken, was es da gibt im Angebot. Wir haben noch ein englisches Pferdchen da rausgezogen. Da zeige ich euch gleich noch. Gerrit. Wurde jetzt im Stream nur kurz gezeigt. Und hier Saint-Denis, die große Stadt. Da ist man mal kurz weg und das Pferd ist tot, wird hier schon bei Twitch geschrieben. Ja, verdammt. Das war auch nicht so beabsichtigt. Oh, hier kommen wir gar nicht rein. Okay, dann gehen wir mal hier außen rum. Ich hoffe, hier in dem Stall haben die ganz gute Pferde am Start. So, ich hätte gerne ein neues Pferdchen. Verdammte Axt, Leute. Es tut mir ja wirklich leid mit Rossi. Ich hoffe, du verzeihst mir, Rossi. Oh, warum können wir hier keine Pferde kaufen? Oh, wir müssen Platz schaffen. Eigene Pferde verwalten. So, dann kann ich euch jetzt kurz mal zeigen, das englische Vollblut. So, so sieht's aus. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Gerrit heißt es. So, nochmal hier gerade eingeblendet. Den Tennessee Walker, den können wir wirklich... Also die Pferde, die wir hier haben. Den hier, ne? Den hier, den verkaufe ich sowas von. Ciao, Mann. Du warst ein ganz netter Kerl. So, aber wir haben noch eine leere Box. Und hier gibt's den Araber. Den schwarzen Araber. Und das Pferd soll der Oberknaller sein. Haben wir alle hier bei Twitch geschrieben. Araber, hol dir den Araber. Hol dir den Araber, yo. So, und dann würde ich sagen, holen wir uns den mal, oder? So, wie wollen wir denn das nennen, das Pferd? Gerrit als Pferd, hast du den Namen vergeben? Ja, natürlich habe ich den Namen vergeben von Gerrit als Pferd. Und jetzt müssen wir für ihn hier einen neuen Namen finden. Und da seid ihr jetzt natürlich, können jetzt natürlich Rossi nehmen, aber Rossi wäre irgendwie ein bisschen, ja, schwierig, ne? Der ist aber hübsch, ja, ist auch ein Typ, ne? Jetzt hier, ist jetzt schwierig. Jeff. Nenn ihn Jeff, finde ich auch schon einen guten Vorschlag mit Jeff eigentlich. Hieß ja die Tastatur früher.
Oh. Sorry, ich wollte auch noch gar nicht bestätigen. Obszönitätsprüfung. Wenn du zu perversen Text reinschreibst, haut er dich also rum. Spirit, da kommen so viele Namen. Ja. Okay, das sind aber jetzt keine Bezugsnamen, deswegen finde ich Jeff eigentlich ganz cool, oder? Wegen der guten alten Tastatur mag ich Jeff eigentlich als Namen. Finde ich cool. Lasagne, haben sogar mehrere gesagt zeitweise. Raoul oder Kevin? My name is Jeff. Genau so. Ross Anthony, finde ich auch gut. Ja, das hatten wir sogar schon mal bei ein paar Sachen. Es gibt ja echt viele coole Pferdenamen. Aber werdet ihr denn mit Jeff zufrieden? Geht das klar? Ne? Ich finde das auch nicht schlecht. So, okay, komm mal. Dann mache ich jetzt Jeff, unser neues Pferd. Tut mir leid um Rossi. Wir können ihn Rossino nennen vielleicht. Ja, um dann quasi die... aber Jeff kommt scheinbar auch ganz gut an bei euch. Black Rider Jeff. Genau. Okay. Ist jetzt Jeff, komm. Wow. So, jetzt müssen wir das Pferd erstmal ausrüsten. Tut mir natürlich, muss sagen, Rossi sah auch cool aus, oder? Also mit den behaarten Beinen. Ich werde sie vermissen. Mann, das ist so krass, dass das Pferd wirklich sterben kann, ey. Meine Güte, ey. Oh, der sieht aber. Der sieht aber schnieker aus hier, der hier. Können wir mal. Auch cool. Bei dem passt der echt ganz gut, oder? Wozu einen Namen aussuchen, wenn er es hier doch bald wieder verliert? Mann! Jetzt seid doch nicht so gemein! Oh, guck mal, ist sogar verziert dann. Boah, in Schwarz gibt es das auch? Hammer. So finde ich das geil. Aschgrau. So. Ich finde den Sattel gar nicht hässlich, ich finde ihn schön. Ist ein bisschen schicker, ein bisschen verzierter, ne? Und so sieht er auf jeden Fall ganz fresh aus, finde ich. Oh, warte mal. Jetzt habe ich es gar nicht gewählt, ne? So, das will ich haben. Working with animals is better than working with people sometimes. I got one of them myself. So, nehmen wir die schwarze, die passt da besser hin. Wir haben ja genug Kohle am Start. Können uns das ja leisten. Ein paar coole Steigbügel. Was ist das denn für Steigbügel? Was ist das denn für Dinger hier? So. Ich finde die Standards ja fast am coolsten hier so. Die sind ja hässlich. Nehmen einfach den Standardsteigbügel, oder? Obwohl, der ist sogar besser hier. Der hat sogar einen Vorteil. Der schlanke Steigbügel. Plus 30%. Ach, cool. Boah, die sind sogar gut. Es lohnt sich schon, einen der von den besseren zu nehmen. Aber die sehen einfach doof aus. Ja, dann den hier, oder? Nehmen wir den. Der Oxbow-Steigbügel. That's a nice addition on a saddle. Geil! Ein Adler. Die Schlange ist ja auch cool, oder? Ja, heute machen wir einen kleinen Pferderun. Nachdem Rossi gestorben ist. Es tut mir so. Boah, den finde ich richtig schön, den Knauf auch, ne? Torquemada. Ja, der Adler. Der hat natürlich auch einen gewissen Style. Enjoy. Always good to have one of those. Gibt's da noch für Satteldecken? Seawater Satteldecke. Da haben wir eigentlich einen ziemlich cool, oder? Und das passt schon ganz gut. Die bieten jetzt auch nicht mehr, außer dass die mehr kosten, also ist unnötig.
So, die Schlafdecke hatten wir ja schon gewählt, ne? Ja, da können wir jetzt auch mal anpassen ans Pferd. So, und ich würde sagen, das ist doch schon ganz gut, oder? Wie können wir die Mähne? Nice bit of grooming. People take notice. Das sieht ja auch krass aus mit den weißen Haaren dann. Oder? Fordere eine Gedenkminute für Rossi. Ja, tatsächlich. Ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil ich wusste das nicht. Und das Pferd wurde ja auch, also ich bin vom Pferd abgestiegen, habe diese Typen angegriffen und dann haben die Rossi erschossen. Konnte ja fast gar nichts machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit den weißen Haaren so cool finde. Ich glaube, ich lasse sie doch lieber schwarz, oder? Mein Daddy war ein Blacksmith, right here in this shop. That's how I got learning it. Nee, das passt, glaube ich. Normal ist optimal für ihn hier. Natürlich und normal ist ja kaum Unterschied. Nimm die weißen Haare. Ja, soll ich die weißen Haare nehmen? Na gut. Dann erkennen wir das auch schnell wieder. Lang und in weiß. Das ist schon ein cooles Pferd jetzt hier. Cool gemacht. Ich glaube, lang ist, das sieht immer so komisch aus, wenn die dann so rumfuchteln. Ich glaube, so ist doch okay, oder? Wie im Pferdefilm Blackie sieht der aus. Der Black Beauty ist ja ganz schwarz eher, ne? Also, aber das ist schon lustig. Dann machen wir den Schweif auch weiß, würde ich sagen, oder? Sonst ist das ein bisschen strange. Oreo. Nenn ihn doch jetzt einfach Oreo. Findet ihr das cool? Ist das cool so? Mein, sieht schon fresh aus, das Pferd, ne? Der gute Jeff. So viel Mühe für so eine kurze Lebensdauer. Ja, sorry, Leute. Jetzt seid mal nicht so gemein. Mir tut's vor allem für die Rossi leid. Weil die habe ich so gerne in meinem Chat geärgert. Aber das kommt in noch ein neues Spiel mit neuem Pferd und dann ist Rossi eh wieder am Start. Geht ja online, haben wir ja auch noch. Ja, mega. Ja, okay, ich glaube, der gefällt euch, ne? Dann machen wir, nehmen wir den jetzt so. Wendigkeit ist Elite, Leute. Der müsste jetzt eigentlich voll abgehen. Wir müssen uns nur mit dem Vertraut noch machen. Okay. Und Gerrit haben wir halt auch noch am Start, ne? Jetzt für Notfälle. Der ist aber klein, ne? Die sind echt klein, die Araber. Ne, der ist wirklich ein Fuzzi-Pferd. Alle kaufen Ferrari und zerlegt ihn gleich beim Ausparken. Was? Ferrari passt aber, weil die haben ja auch ein Pferd als Logo, ne? So, Freunde. Okay. Wir wollen hier aber auch gar nicht so lange verweilen, denn ich habe eigentlich auch eine Mission am Start mal angenommen gehabt. Ne? Hier, guck mal hier. Beziehungsweise hier müssen wir Kopfgeld einsammeln. Und hier haben wir aber auch noch... Boah, hier haben wir auch noch jede Menge Missionen. Hier, Mary Linton. Die hat uns einen Brief geschrieben, die Mary wieder. Und die möchte mit uns sprechen. Ja? Und vielleicht lassen wir es darauf mal ankommen. Oder wir machen erstmal das Kopfgeld. Ich würde sagen, weil wir jetzt heute so viel mit dem Pferd beschäftigt haben. Gehen wir mal hier hin und dann können wir auch mal das Pferd erstmal austesten. Kopfgeld, nicht Schulden eintreiben sollen wir da. Aber ich denke, das passt ganz gut. Da gucken wir, was da los ist. Dann reiten wir hier aus der Stadt raus, inklusive Pferdchen. Araber sind immer Ponygröße, aber geballte Power. Ja, Araber sind auf jeden Fall klein, aber sehr schnelle, wendige Pferde, das stimmt. Aber dieser ist natürlich in Konformation zu, beziehungsweise im Vergleich zu unserem Arthur ziemlich klein. Vor allem, wenn wir vorher die ganze Zeit auf Rossi geritten sind. Der Ardenna war ja ziemlich cool. Also ich muss sagen, Rossi war ein super Pferd. Also die Ardenna haben mir Spaß gemacht. Und die sahen auch so cool aus, ne?
Rossi, ich werde dich so vermissen. Vielleicht darf ich dich jetzt ärgern, Sarazza, schreibt Rossi. Ja, okay. Ja, ärgert mich doch sowieso immer. Genau, so, guck mal hier. Also das Pferd geht schon gut. Gut vorwärts. Oder so witzig mit dem weißen Schweif. Dann können wir das auch schnell unterscheiden von den anderen. Wobei ich ganz schwarz ja auch mag. Also, das können wir ja immer noch umfärben. Der gute Jeff hier. Will mir den mal angucken. Aus der Nähe. Schon ein cooles Pferdchen. Oh, die sehen aber ungemütlich aus, die Burschen. Guck mal hier, kleines Foto. Ja, du bist schon gut da, ne? Ja. Ne, der sieht doch süß aus. Also ich muss sagen, das Pferd gefällt mir schon ganz gut. Haben wir auf jeden Fall das Beste aus dem Tod von Rossi rausgeholt. Mit schönem neuen Sattel hier und so weiter. Und jetzt wollen wir Schulden eintreiben für den Strauß, weil da ist noch so eine Sache offen, die wir eben mal erledigen. Und es lief ja eigentlich ganz gut, Mensch, abgesehen vom Tod von Rossi. Wir haben den Jack wieder geholt, hatten eine geile Party, einen schönen Abend und all sowas. Ja, und dann ist mir einfach zwischendurch mal, einfach während ich so eine kleine Mini-Sache da einfach nur ein paar Typen ummerzen wollte, so zum Trainieren wieder, zum Reinkommen beim neuen Stream. Ey, das war hier in der Nähe. Hier in der Nähe ist Rossi gestorben. Hier in der Nähe ist es passiert. Liegen hier vielleicht noch irgendwo Spuren von unserem treuen alten Pferd. Verdammt. Keinerlei Spuren. Wir quietschen da hinten so rum. Sind noch wieder irgendwelche Schweinchen unterwegs. Meine Fratze. So, wir wollen aber jetzt Schulden eintreiben. Wetten sind angenommen. Wie lange lebt Jeff? Boah, das ist schwierig zu sagen, ne? Theoretisch habe ich ja auch mit Rossi viel Mist gemacht und das hat nie ein Problem gegeben, außer jetzt dieser eine Kampf, wo sie aber im Kampf erschossen wurde. Und ich denke, das war eine fehlgeleitete Kugel vom NPC, die erwischt hat. Weil sonst dürfte Rossi ja nicht einfach so sterben. Sie saß ja nicht auf dem Pferd drauf oder so. Das ist schon mysteriös. Boah, der ist echt gut. So, jetzt probiere ich mal alles rauszuholen. So, einmal hier Vollpower. Wow! Alter, nicht schon wieder. Ich mache ihn nicht fertig. Vorsicht, Wald. Bäume sind noch gefährlicher als Feinde. Aber ich wollte jetzt nicht direkt hier wieder sterben. Was für der verdammte Räuber. Können wir natürlich auch erledigen, aber die haben uns direkt überrascht und umzingelt. Deswegen umgehe ich sie mal lieber. Da sind die. Was nehmen wir? Bold Action? Rolling Block braucht man, wenn, dann nehmen wir auch das seltene Rolling Block, aber ich nehme die Doppelläufige. Ah, da waren die gar nicht, okay. Komm mal mit, Jeff. Du alter Heini. Oh, warte, ich gebe dir mal hier kurz, was ich auch immer habe. Ich muss unbedingt mal Sachen sammeln. Wir müssen uns ja mit dem erst noch vertraut machen, so richtig. So, dann sehen wir jetzt auch nochmal die ganzen Infos. Ein Araber. Wendigkeit ist Elite, also es ist wirklich ein Top-Pferd. Okay, boy. Let's go. Giddy up. Okay, und hier sind wir richtig, zum Schulden eintreiben.
Ja, mit der Hauptmission geht es dann auch in Kürze weiter. Oh. Vielleicht gar nicht das Gebäude. Vielleicht sind die ja irgendwo an der Seite. Hallo, ist hier jemand? Ja, hier war doch kürzlich noch einer drin. Premium-Zigaretten muss ich unbedingt verschachern, Mann, diesen Mist. Guck mal, da ist aber ein Lagerfeuer an. Ich guck mal von der anderen Seite. Vielleicht wollen die mir nur nicht die Tür aufmachen. Immer noch spät. Da ist aber jemand zu Hause, oder? Hallo? Vielleicht muss ich bis zum Morgen warten, oder? Guck mal, nein, da, da unten. Hey, you better have a damn good reason for being on my property, mister. You remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Ja, warum nicht, ne? Kann man gerne drauf trinken. I got a powerful thirst on me right now. How about you? Well, you gotta be stinking drunk already to do this kind of work. I like doing it sober. You take my money, surely you take a drink off me as well. That would be the mannerly thing to do. Let's us handle the money first. Worry about manners later, okay? I could be fishing. You were catching flies, you weren't catching fish. Now come on. Let's get us that death. Someone's here, boy. Hinterhalt könnte sein. Oh. Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fish us a drink. Another one, Pop? Don't give me no talk, boy. Just do it. I'll look down here. For our savings. Da liegt ein Messer. Savings? Under the sink? Best place for. Now where's them drinks, boy? Drinks ready. Right there, miss. It's our life savings. Come and take what you owe. Ja, der wird uns doch bestimmt irgendwas in den... Ich wusste es. Ich hab's mir gedacht. Cut your damn head! Clean off! Aua. Du stehst nicht mehr auf, du Arschloch. Wo ist der andere? Junge, 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 Freunde. Shit! Wo ist er denn? Hier liegt doch gar keiner. Hier drin? So, ne Mann. Der abgehauen? Scheiß drauf. Okay, hier haben sie keine Savings unter der Spüle. Guck mal, was der Algi dabei hatte. So, wir wissen, Kamin, da liegt immer gern was drauf. Den können wir gebrauchen. Kekse. Oh, die brauchen wir auch. Warum kann ich keine Kekse tragen? Ich würde die so gerne meinem Pferd geben. Rossi hat Kekse geliebt. Guck mal. Eine doppelläufige Flinte. Ist jetzt ein bisschen unnötig, aber wir könnten mal gerade gucken. Wir haben ja selber noch eine. In welchem Zustand die so ist. So. Warte mal. Du sollst ja nicht den Kram. Nimmst du auch mal mit. So. Die ist ein bisschen frischer als unsere, weißt du? Die hat ja voll den Rotzzustand. Müssen wir die erstmal sauber machen mit dem Waffenöl und dem ganzen anderen Kram. Ja, lohnt sich eigentlich nicht, ne? Aber ist fast egal. Wenn wir die jetzt komplett mal reinigen.
Einmal können wir das mal machen, ne? Bessern wir mal den Zustand auf. Ist jetzt nichts Besonderes. Der Jerry hat versehentlich beide umgebracht. Das kann mal passieren in dem Spiel, wie dir auch versehentlich ein Pferd stirbt. Okay. Ah, das sieht doch gut aus. Die Waffe ist sauber. Ja, nur jede Menge Gin haben die hier drin. Gut, dass wir den vorher noch losgeworden sind, letztens. Ja, da gibt es aber angeblich noch was in der guten Stube. Da vorne ist noch ein Schränkchen, da können wir noch mal gucken. Ja, mal den hier. Was hast du denn da noch? Ah, nur irgendwelche alten Briefe. Und hier war auch nichts mehr. Okay. Ich wüsste nicht, wo hier noch was liegen sollte. Habt ihr noch irgendwas gesehen? Nee, hier ist doch auch nichts. Das ist alles gut. Oh, das war bestimmt die Frau, ne? Hier, über dem Kamin das Bild. Scheint nicht mehr zu leben. Ja, wir haben ihn ja nicht umgebracht. Der dürfte ja nicht tot sein eigentlich. Wir holen ja nur die Schulden wieder rein. Hm, da sind sie doch. Ich denke, ich weiß die Summe. Und das sollte es covern. Ain't you the good son? Should be proud of yourself. Wo ist der denn eigentlich, der Sohn? Es ist ja strange, wenn einer mit dir redet und... Sohnemann! Sohnemann! Wir können uns ja überall noch umsehen, theoretisch. Können wir natürlich auch nochmal hier... Ne, guck mal hier am Beistelltisch, vielleicht hat er da noch was... Pistolenmunition, ein bisschen, also so reich sind die jetzt scheinbar auch nicht. Warum hat er uns nicht einfach die Schulden gegeben? Unterm Bett mal gucken. Meint der Graf Simeon. Ja, machen wir das gleich nochmal. Oder haben wir auch noch was Schönes? Pistolenmunition. Ne? Einer mit. Brauchen die alles nicht mehr. Ne? Weiß aber gar nicht, ob man unterm Bett nachschauen kann. Oder überhaupt was verstecken kann, aber ich glaube in dem Fall. Ach guck mal, doch, hier kommt auch mal was untersuchen. Das ist noch ein Brief. Aha. Kurz mal überfliegen. Liebster Nate, ich weiß nicht, wie viele Briefe ich dir schon geschrieben habe, aber ich versuche es immer weiter. Schon das Schreiben allein gibt mir das Gefühl, eine Verbindung zu dir, bla 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 bla. Besser als keine. In ewiger Liebe, Mama, du kennst ja dein Temperament. Aha. Also hat sich die Mutter vom Typen getrennt. Und, ja, das war scheinbar ein Problemfall. Gucken wir mal unter dem Bett. Ja, hier ist aber nichts unter dem Bett, oder? Also ich kann zumindest nichts... Da ist der Junge. Da liegt der Junge unter dem Bett, okay. Ich hab den gar nicht gesehen. Können wir dem jetzt nicht den Brief von der Mama geben? Geil, lag der da unter dem Bett. Okay, dann gehen wir weiter. Yep. Ja, den hat dem bestimmt der Vater vorenthalten. Wir haben die Schulden. Wir haben genug Kram. Also, let's go, Freunde. Zurück zum Lager. Und die Mission absolvieren. Mal wieder in den Flow kommen nach dem ganzen Pferdetod. Menschenskinder. Boah, der ist wirklich schnell und wendig, das Pferdchen. Hier muss man ihm lassen. Und hier... Ich weiß nicht mal, ob das Spiel das irgendwie sogar triggert, ne? Dass man... Wir haben ja auch noch hier ein paar Nebenmissionen gehabt, aber da können wir zu Mary rennen. Das können wir aber auch ein anderes Mal noch machen. Und wir könnten theoretisch noch ein paar Steckbriefe machen. Ich würde auch gerne ein bisschen mit dem Pferd rumreiten, ehrlich gesagt, weil wir jetzt hier das neue Pferd haben. Und vielleicht gehe ich da mal zum nach Rhodes zum Steckbrief abchecken. Oh.
Ja, was können wir damit tun? Hands up now! Ist das dein Ernst? Guck mal, schön, die neue Doppelläufige. Können wir mal ausprobieren, ne, du Arschloch. Nee, diesmal. Lebt unser Pferd noch? Sie schießen ja gern mal. Zeuge? Willst du mich verarschen? Was für ein Zeuge? Kommt hier lang direkt? Okay. Stop right there, goddammit. Zeuge an Mord? Wie kann das jetzt eigentlich so passieren, Leute? Das frage ich mir jetzt auch. Weil guck mal, ich habe jetzt ein Kopfgeldproblem nachher, wenn ich den nicht kriege. Obwohl die mich angegriffen haben. Offensichtlich zwei Gangster mich umgebracht haben. Oder umbringen wollten. Will er das machen? Wirklich? Will er das wirklich machen? So. Und der nächste Zeuge, oder was? Oh Gott, jetzt müssen wir hier einen Zeugen nach dem anderen umbringen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, der wollte nicht hören. Aber ich finde das ein bisschen dumm gemacht, ehrlich gesagt. Nee. Nee, doch nicht. Den können wir nicht so gehen lassen. Okay, pass auf. Ich probiere es mal so. Komm, lass es lieber sein, Mann. Oder ich mach's schon wieder. So, ich würde es einfach lassen. Na gut, wenn du das so sagst, ne, dann kannst du los hier. Aber weh, du erzählst irgendwem was, ne? Ja, und dein Hut dir, den kannst du, na gut, wenn du den nicht mehr brauchst. Ich glaube, der erzählt niemandem was. Na, das finde ich halt ein bisschen dämlich, ehrlich gesagt, dass ich da wegen Kopfgeld drangenommen werde. Das neue Pferd ist gut. Das kann man nicht meckern. Boss wäre natürlich auch ein Top-Pferd. Verbrechen gemeldet? Ernsthaft? Was jetzt? Weil ich dem einen angegriffen habe oder was? Das ist ja lächerlich. Da vorne in dem Bereich. Oh oh. Wir haben hier vorbeigeritten. Das sind die Jungs, die mich suchen. Was für ein Glück. So, jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen ausharren am besten. Bis sie... Boah, der ist richtig schnell und wendig. Muss man wirklich sagen. Man bekommt so viele Strafen in dem Spiel, da bleibt einem echt nicht viel. Schreibt der Jerry, unser alter Dichter hier. Ja, ist wirklich so, ne? Okay, warte, da müssen wir kurz warten. Willst du mich verarschen? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich muss hier erstmal wieder wegreiten, bevor ich überhaupt... Ja, zum Glück werden wir hier nicht ewig gesucht. Einmal hier. Good boy. Der Jeff. Well,
warten wir mal kurz ein bisschen. Und jetzt ist doch alles wieder gut, Freunde. Hoffentlich. Denn angeblich... Guck mal, hier ist auch noch was. Eine weitere fremde Person. Und hier, ich wollte mir aber eigentlich mal diesen Steckbrief hier angucken. Einmal kurz gucken. Mann, essen wir auch nicht verkehrt, ne? Schweinefleisch mit Ackerminze. Einer mit. Ja? Achso. Das war's schon. So, Leute. Ich will hier gerne mal einen Steckbrief. Was haben wir denn da Schönes? Mark Johnson, $25 Reward. Aha. Postkutschen und Zugüberfälle. Man ist immer noch auf freiem Fuß. Er soll lebendig gefangen genommen werden. Zuletzt gesehen im Gebiet von Stillwater Strand. Hm. Das finde ich nicht schlecht. Irgendwas Wichtiges noch da? Ne. Okay. Gut, hier im wunderschönen Rhodes. Da lässt sich's leben. Ich würde sagen, dann... Wir haben ja jetzt hier den Dings und ich würde aber gerne auch nochmal hier vorbeischauen gerade, oder? Entschuldigung. Ja, nur ein bisschen angerempelt. Hier müsste jetzt ja auch ein neuer Waffenhändler sein in Rhodes. Ihr erinnert euch vielleicht, der eine hat ja abgedankt, nachdem wir der einen im Keller eingesperrt hatten und wir den mit dem kurzen Prozess gemacht haben. Da will ich auch mal gerade nochmal vorbeischauen, wer das denn jetzt ist. I'm gonna run in this shop long after you're gone. Let's try to make friends, not enemies. Hä? All right, what do you want? Hä? Sieht immer verdammt ähnlich dem anderen, oder? Denn sein Bruder. Let's go, boy. Okay, ich würde sagen, mal kurz zur fremden Person da reiten. Mal gucken, wer das ist. Und dann gehen wir uns mal um das Kopfgeld kümmern. Es sei denn, da ist noch was Interessanteres am Entstehen. Du Scheiße. Bei Sträflingen, die sich die Fresse einhauen, da kommen wir doch genau richtig. It's Mr. Black's fault. His fault to Darkie White. Although I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tore you, you lily-livered... Enough! Huh. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay. Even for a darkie. Shut it, you pasty-faced streak of piss! Yeah, I had up to here with you. Enough! Do your goddamn favor what you want. Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat? Don't push your luck. Nice fella. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut up! Zwei Heinzies, ey. These posters. Where are they exactly? They got them all over town. Check the train station. Wherever they'd likely to advertise rewards. Na, wir haben ja gerade schon was gefunden, ne? Aber da geht's nicht um die Jungs. Okay, wo sind also diese Steckbriefe? Die sollen wir jetzt hier... Ah, guck mal da vorne. Werf mal einen Blick auf die Karte. Ist irgendwas markiert überhaupt? Beim Gemischtwarenladen, da ist noch nicht jemand. Hey, Mann. Ach. Hallo. Hey. Hey, it's good to see you again, friend. How you keeping? I'm miserable. Because of the leg? Ah, no, I'm used to the leg. I mean, I've been without it a whole lot longer than I was with it. Nah,
It's the people. Yeah, a bunch of nasty, miserable peasants I gotta share this place with. Why don't you leave? Leave? Well, I live here. They're my nasty, miserable people. I've been hating on them for so long, if I forgot to hate them, I wouldn't know what day it was. Yeah, but you... Man, you ought to get out of here and you ought to stop coming back. I can scarcely believe it. Ja, wo er recht hat, wo er hat er recht, ne? Auf zu den Fidschi-Inseln, da wollen wir eigentlich hin. Line up, Rhodes, get your paper. Ja, Zeitung will ich jetzt nicht gerade lesen. Weil das ist auch ziemlich geil, wie die Zeitungen sind, eigentlich. So nice gemacht. Guck mal hier. Das ist ein Steckbrief. Gibt's denn für die Jungs eigentlich? Eigentlich können wir die auch abgeben, ne? $40? Also ich meine, wir können ihnen helfen, sie aber auch einfach einknasten, ne? Aber vielleicht haben wir mehr davon, wenn wir die Jungs... Wenn wir denen tatsächlich mal helfen. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Helfen oder knasten? Hier ist noch ein Steckbrief. Ah, da sind die Jungs. Gibt insgesamt 5 in der Stadt. Ob hier noch irgendwas hängt, da können wir das schon mal ausschließen. Entschuldigung. Hm, hier scheint das nicht so. Helfen, helfen! Ihr sagt helfen im Twitch-Chat hier gerade. Dann machen wir das. Oh, guck mal, hier ist auch noch was. Sorry, könntest du mal vorbeigehen eben hier? Müssen wir mal davor. Hey, I need to get to that poster behind you. Would you move a little? I will not. Deputy put up plenty. Go get one of those. Please, mister, I'll just reach by. It won't take but a second. I'm leaning on it. Find one that ain't in use. Hey, move. I need that poster. Oh, I'll move, all right. How's this for moving? Bah! Bounty hunting bastard! Calm down, you idiots! Ouch! Das war mein Hut, du Arsch. You know. Oh, you are going down. So, jetzt holt der... This what you wanted? Probier dem einfach mal auszuweichen. Beruhig dich doch mal. Aua. No damn manners. You're going down. You stay out of my way. Verdammter Idiot. Er wollte nicht weggehen. Wer war schuld? Wir brauchen hier alle. Als würden die danach nicht mehr erkannt werden, weißt du? Würde den nicht jeder schon gesehen haben, so ungefähr. Okay, dann gehen wir nochmal hier vorne lang. Da dürfen hier gegebenenfalls auch noch ein paar hängen. Hey, you wanna ride? I can take you wherever you need to go. Mit dem sollen wir auch noch reden, stimmt. Wo wir gerade hier sind. Hier haben wir auch noch eine kleine Mission am Laufen. Dropped in. I've got that information you asked for. Yo, es wollte nämlich jemand nur kurz zur Gedächtnisausfrischung. Ihr erinnert euch vielleicht an diesen Doktor, den wir da getroffen haben in der Stadt in Saint-Denis und der wollte. Und der wollte jede Menge Schwarzgebrannten. Ich wollte ihn mal fragen, wo wir den herkriegen. I need something more specific this time. A wagon full of moonshine. Well, you might just be in luck. I knew I picked the right fella to speak to. Hallo? Jetzt geht's. Irgendwie hat's gehangen. Brücke in der Bluewater Marsh südlich von Saint-Denis. Achten Sie auf einen Wagen Richtung Süden. Sollten viele Flaschen mit Schwarzgebrannten haben, fahren Sie vorsichtig damit. Verstehe. Ich
Müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Jetzt erstmal hier um die restlichen Poster kümmern. Aber in die Tasche. Und jetzt noch eins. Wie kann das denn sein? Hey. Hey. Don't I know you? Nee, 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 wir kennen uns nicht. Oh. Okay, ich glaube, die Burschen wollen es wissen. Was haben wir denn so Schönes dabei? Erstmal hier. Wir gehen ja auf Reichweite, ne? Ja, seid ihr lustig? Die Zeuge muss ich auch wenigstens unterbinden hier. Jetzt sind viele Zeugen hier. Wollten mich hier gerade erledigen. Ihr hättet auch was gesehen am Ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich aus der Stadt flüchten muss. Wegen so einer Scheiße. Die Typen wollten mich gerade hier. Okay, ich muss abhauen. Aber ich hätte gerne noch meinen Hut. Aufgeben, aufgeben, aufgeben. Ich wollte nur. Nein, nein, Mann. Ah, verdammt. Ich will nicht. Ihr seid ja verrückt. Boah. Kopfgeld $10 reicht schon. Ich will sie noch sterben. Ich will die jetzt eigentlich nicht töten, wisst ihr? Aber die lassen nicht mit sich reden irgendwie. Okay, jetzt brauchen wir dich, Jeff. Jeff, komm schnell. Autsch, der war ein gefährlicher Treffer. Boah, noch so ein Streifschuss und wir sind down. So müssen wir uns jetzt hier gut verhalten. Am besten gut im Zickzack laufen. Jeff, hier rüber! Wow! Wo bleibt Jeff, Mann? Also Rossi hätte mich hier nicht im Stich gelassen. Jeff, Mann, rein da! Hier unten! Okay. Oh, er kriegt selber einen ab. Nicht, dass er gleich drauf geht. Boah. Okay, jetzt abhauen. Einmal kurz aus der Stadt raus. Oh verdammt, das ist so knapp auf X, Leute. Okay, jetzt kann Jeff zeigen, was er kann. Der ist nämlich verdammt flott unterwegs. Ah, wir kriegen die abgehängt. Okay, jetzt haben wir nämlich nicht noch viel mehr Kopfgeld am Start. Können quasi einmal hier einen kleinen Turn machen und uns quasi wieder freikaufen für 10. Rip Jeff steht hier schon. Wie das eskaliert ist, ey. Eigentlich, wenn ich auf so Typen, die mir hinterher renne. Ja gut, ich hätte nicht auf die schießen dürfen, ne? Das war mein Fehler gerade, dass ich auf den geschossen habe direkt. Okay, gebe ich zu, aber... Das ist schon eine miese Geschichte wieder gewesen hier. So. Hier müssen wir eh rüber, können wir da mal hinreiten. Andy, moin. Will ich kein Kopfgeld haben. Hoppi. Warum kann ich den jetzt noch nicht verwenden? Muss ich doch freikaufen können hier. Good morning to you. Hey there. Hello. Das ist ja automatisch gebreakt kurz, weil ich diese Mission gestartet habe. Kann natürlich auch sein.
Ach du Scheiße. Oder weil da immer noch welche hinter mir her sind. Okay, boy. Sind die Jungs eigentlich noch da? Ich meine, die müssten ja auch auf der anderen Seite stehen, ne? So, erstmal kurz was essen. Schweinefleisch mit Ackerminze. Hallo. Warum kann ich das jetzt nicht essen? So, jetzt geht's. Irgendwie hängt das Spiel hier gerade manchmal. So. Gönnen wir uns was Leckeres. So, jetzt können wir immer noch nicht hier alles abchecken. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Die sind jetzt auf jeden Fall hinter uns her. Vielleicht reisen wir dann mal ganz kurz, um hier ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich meine, wir haben ja noch nicht alle Steckbriefe, ne? Ich glaube, wir haben noch 4 von 5 gefunden am Ende, oder? Oder haben wir die jetzt alle? Reiten wir mitten durch die Stadt, wo wir gesucht werden, okay? Hey! Na gut, reiten wir mal kurz zu den Jungs. Ja. Wo sind die denn hin abgezogen? Ich kann doch hier einfach rüber, mach ich auch. Ich will mir nur den Weg geben. Okay, die haben sich da ein bisschen unten in die Wälder zurückgezogen, die. Blinge. Ah, schönes Lager haben sie sich hier. Hey, friend. Hello. How was in town? Pretty hot. There's quite a price on you boys. It is so unfair. I didn't do nothing. Well, they said you was wanted for murder. It wasn't murder. It was self-defense. And you killed a farmer? Well, firstly, I would have, but he died before I could. And secondly, well, he had it coming. He... I don't like to say. Well... Ain't no business of mine. Here's the posters. Thanks, partner. That's that, then. That's that. Free at last. Free from you, at least. Well, not quite. No? We should wait a while first, see if anyone's... So, Mission haben wir abgeschlossen. Oh, was ist jetzt passiert, ist noch nicht klar. Das ist interessant. Too risky to split up now. Ja, den werden wir vielleicht noch wieder begegnen, aber die sind uns auf jeden Fall jetzt was schuldig und das ist mal gut. So, und jetzt will ich mal kurz checken. Jetzt können wir hier auch wieder hin und uns das Kopfgeld freikaufen eben. Und dann haben wir das auch erledigt, dann war das doch von Erfolg gekrönt durch statt trotz Pferdetod. Will ich mal in den Raum werfen. Danke dir, Toxi. Vielen Dank. Entschuldigung, ich ramme hier immer so die Türen ein, ne? Sorry, I don't have anything for you right now, but I'm working on it. Come back and see me later. Ja, Aiden, du musst mal für mich hier runterstreichen gerade. Ein bisschen Scheiß hier gebaut in der Stadt, weißt du? Ja, danke, Mann. Ja. So, jetzt sind sie hoffentlich alle wieder nett. Meine Güte, ey. Was ein Abenteuer hier.